Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge LS19 auf der Karte Hof Bergmann mit eurem. Now listen. So, liebe Leute, ja, wir drehen mal die Geschwindigkeit kurz auf halt runter. Meinen sie ja nicht so hoch haben. So, ein bisschen Geld haben wir noch. So, wir waren stehen geblieben. Wir hatten ja unsere Kühe gekauft. Wieso ist das Tor noch zu? Man hört die Kühe schon. Ich hatte dich doch ausgeschaltet. So, wir wollen heute unsere Kühe versorgen. Hinten steht noch mein Traktor. Ja, wenn man neu startet das Spiel, dann sind die wieder an Anfang. So, da wollen wir mal rein in unser gutes Stück. Motor starten, jawohl. Ja, ich habe immer noch kein Lenkrad dran. Ich werde demnächst mein Lenkrad dran machen. So, wir werden erstmal den Viehhänger wieder wegbringen. Dann werden wir uns einen anderen Hänger dranhängen und werden erstmal unsere Kühe mit Nahrung versorgen. Wir werden dann auch schon. Oh, hier ist das Tor auch noch so. Guck mal, hier ist noch alles zu. Ja. Lass mal kurz den Doktor laufen. Ja, ich vergesse mal, welche Taste das ist. Gut, so, rein in den Traktor wieder. Jawohl, da fahren wir jetzt den Hänger. Gucken, ob ich so wunderbar rückwärts einparken kann. Und dann holen wir auf alle Fälle das Futter. Da müssen wir noch Wasser abzapfen. Oder organisieren. So, langsam fahren. Wir fahren ja ziemlich schnell. So, da ich aber nichts sehe, werden wir das in der Außenansicht machen. Gut, so. Ja, noch ein Stück rüber, jawohl. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ein Stückchen wieder vor und jetzt gucken wir mal, dass wir den gerade zurückgesetzt kriegen. Aber ich muss noch ein Stück rum, sonst bleibe ich nämlich hängen. So, bin ich da ziemlich knapp, gell? Oh, oh, das ging ja fast besser, wie ich gedacht habe. So, Hänger steht, abkoppeln, jawohl. Schön, so, jetzt holen wir erstmal uns einen anderen Hänger und holen erstmal unser Mischfutter. So, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was wir auf dem Feld haben, auf dem Startfeld, wir lassen das aber auch. Dann können wir uns Getreide machen. So, wir nehmen jetzt mal den. Eigentlich müsste ich die Beine nicht mehr pressen. Eigentlich müsste ich. Wir können so wieder in der Innensicht fahren. Ist schöner. So. Angekuppelt. Ja, ich weiß. Ich weiß leider auf der Tastatur immer nicht, wo ich blinken muss. Das ist mein Problem. So, Hackschnitze brauchen wir noch nicht. Radler, das steht da drüben. Wir müssen dann noch über den Hof flitzen und müssen uns den kleinen Hänger holen. So. Heißt es Mischfutter holen. So, wenn wir in die Außenansicht gehen. Okay. Sind wir da vorbei? Nee. So. Sieht von drinnen aus, sieht man das da? Ah, das sehe ich gar nicht. Haha. Bin zu nah. So, Motor mal kurz ausstellen. Da gucken wir mal. Ja, stehe gut. Und dann laden wir das gleich mal ein. So. Dann produzieren wir auch noch keine Gülle. So, überladen.
Und da haben wir schon mal Mischfutter für unsere Kühe. Wenn ich jetzt aussteige, läuft das ja weiter. Jawohl, es läuft weiter. So, der Hänger kann, glaube ich, 21.000 Liter laden. So, werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir einsteigen. Ne, 8.000 kann der laden. Ah, das ist der kleine Straubmann. Wieso bin ich jetzt ausgestiegen, falls ich das da bin? So. Ab nach vorne. Na, ist wenig. Und wie ist mein Schreibtisch gerade voll bepackt? Gut. Okay, also wie gesagt, ich fahre noch mit Tastatur. Ich muss langsam fahren. Mein Lenkrad werde ich demnächst dran machen. Aber da ja mehrere Projekte laufen, ist es immer blöd. Anbauen, abbauen. Und da ich ja nicht nur den LS19, ich bin jetzt auch dabei, wie unser Ansgar. Mir gefällt das mit den Fischen ganz gut. Und da will ich mal gucken, ob ich da auch rankomme, ob ich es machen darf. So. Wir fahren mal vorwärts rein. Ne, rückwärts, okay. Ich glaube, ich habe die Fruchtzerstörung ausgemacht. Ja, ich habe die Fruchtzerstörung zum Glück. Zum Glück habe ich die Fruchtzerstörung aus. So. Ich bin am Überlegen, ob ich den Hänger dann stehen lasse. Ich muss jetzt erstmal gucken. Und wenn ich Pech habe, funktioniert es nämlich nicht. Und dann muss ich das rüber aufschaffen und dann muss ich Bein pressen damit. Dann kann ich das nur in Beinform reinbringen. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt mittlerweile. Wassermuschel. Ah, Wasser kann ich, glaube ich, von außen abladen auch, gell? Was mache ich denn? Guckt euch das Gefahr an. So, jetzt. Einschlagen. So, okay, jetzt will ich wissen, muss ich dann noch mal gucken, wie die Abkippseite ist. Zum Glück sind meine ganzen Kühe hinten. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo die Abkippseite ist. Die Abkippseite ist hinten. Ist umschalten, links, rechts. Kornschieber. Wir machen über den Kornschieber. So, mal gucken. Ich weiß es nämlich nicht. Was reinkriegen. So, es sieht schlecht aus. Also, heißt das? Eigentlich müsste es funktionieren. Ich muss es doch drüben abladen. Und wir müssen in den Laden fahren. Und müssen uns eine Beinpresse kaufen. Eine mobile. Naja. Wo ist so eine Standbeinpresse? Ich weiß gar nicht, ich hab den Mod gesehen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir den runtergeladen habe. Also er ist auch von der sah schon von der Modding-Seite, wo die Hof Bergmann original herkommt. Ich habe sie gerade vergessen, es tut mir leid. Ich guck noch mal nach. Und da habe ich einen mobilen gesehen, den man kaufen kann. Gut, dann lassen wir mal den Hänger kurz hier stehen. Und wir gucken mal. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es jetzt echt nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die hier mit drin sind. Beintechnik. Ob die hier jetzt mit dabei sind. Genau, von LS Farming. Stationären Beinpresse. Oh, die sind aber sehr teuer. So viel Geld habe ich gar nicht. Das ist eine stationäre Beinpresse und das ist auch eine stationäre Beinpresse.
Dann ist eine Quarterbein und das eine Rundbeinpresse. Aber die sind mir so teuer. Ich könnte mir hier so eine billige Rundbeinpresse jetzt kaufen, aber die kostet auch 49.000 und das ist eine ganz schöne Investition. 78.000, ja, was machen wir? Ich brauche aber eine Presse. Ich brauche eine Presse für die Beine. Kaufen wir uns eine stationäre? Der Vorteil ist es auf der Hofbergmann. Stationäre Rundbeinpresse. Ah, die sind halt schweineteuer. Okay, nichtsdestotrotz, wir fahren erstmal schnell zum Laden. So, da sind wir im Laden angekommen. Hallo, ich würde gerne eine Rundbeinpresse kaufen. So, jetzt gucken wir nochmal nach. So, ja, die kosten halt noch mehr. Das ist eine Beinpresse. Das ist auch eine Beinpresse. Boah, alleine die kosten einen Haufen Geld. Aber hiermit kann ich dann auch das andere. Aber ich habe Stroh als eckige, gell? Das ist Quarterbein, das ist Rundbein. Die kosten 69.000. Die Rundbein kostet 49.000. Also wir können uns eine stationäre hinstellen. Hier ist eine von Cleveland. Eine Beinpresse von, ja, loses Stroh. Die Hammer Class. Das ist ja noch teurer. Bioballer, Anderson Coop, was ist das? Bio-Beinpresse werden dazu verwendet, um Beine aus Pappen zu pressen. Nee, Pappen will ich ja nicht. Aha. Das ist ein kleiner Beinhänger. Wir kaufen uns einfach die kleine New Holland. Die können wir noch konfigurieren, Standard freitreiben. Ey, lassen die auf Standard. So, da haben wir jetzt das Gerät schon mal gekauft. Gut, da haben wir zwar einen Haufen Geld jetzt bezahlt, aber die brauche ich ja. Gut, auf Wiedersehen. Okay. Ab in Traktor, Beinpresse mitnehmen. Bitte zunächst Motor starten. Ja, mache ich doch. So, Motor ist an. Okay, da wollen wir mal unsere Beinpresse mitnehmen. So, da sind wir da und jetzt laden wir das hier hinten einfach aus. Und dann pressen wir damit Beine. Also es müssten ja zwei Beine werden. Die kann man auch hier drüben dann einlagern. So. Gucken wir nochmal schnell nach. Abgibseite hinten, genau. So, überladen, beginnen. Okay. Stellen wir ihn mal schnell hier ab, den Hänger. So. Holen wir mal unsere Beinpresse. Will ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie die ganzen Einstellungen waren. Ah! Ich mache ein Gefahr. So.
angekoppelt. Ich glaube, B war entfernen und V war Pixel absenken, genau. So. Jetzt fahre ich auch noch weit. Die Mischration. Z war bei einem Abladen, obwohl ich mir einen Mod drauf gemacht habe, dass es automatisch macht. So, jetzt fahren wir nochmal durch. Das ist eigenartig. Er möchte das nicht so, wie ich das will. Hier unseren Bein zur Seite. Naja, hochfahren wollte ich dich eigentlich nicht. So. Er nimmt halt nicht alles auf, das ist schade. Okay, na gut, ich habe erstmal ein Bein. Wir haben ja noch Misch vor der Tonne. Wir lassen den einfach hier. Normalerweise sollte hier an der Seite ein Ding sein, dass wir das aufnehmen können. Dass wir die Beine automatisch dort ablagern können. Aber das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. So, wir machen mal Schnelldurchgang. Dass ich in meinen kleinen sitze. Und dass wir den Bein jetzt abholen und zum Kühen erstmal schaffen, weil eigentlich ist die Zeit fast rum, aber wir wollten, ich will ja noch Wasser holen, dass wir die Kühe versorgen können. Ja, ich weiß, ich spule ungern. Amide war deines, die mache ich. Hier werde ich nachher auch nochmal spulen, ja, stimmt. Wegen der Stadt. Die Stadtfahrt werden wir beschleunigen. Ja, ansonsten machen wir dann jetzt dann noch gleich das Wasser. Dann nehmen wir unseren kleinen. Ah, wie heißt er doch gleich? Von John Deere, den Gator. Der Gator war das, glaube ich. So, aufgespießt. Jetzt muss ich erstmal mal gucken, wie ich hier was mache. Okay. Gut. Dann gibt es erstmal hier Mischrationsfutter. Wir können dann später hier auf welches lagern. Mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwo so ein Lager hinsetzen können. Es ist ja Platz. Aber ich muss halt gucken, ob die Lager dann. Ich glaube, die von RS Modding, die müssten hier funktionieren, dass sie auch das Mischfutter aufnehmen. Ich kann es nicht genau sagen, aber das ist schade, dass das nur wirklich mit den Beinen funktioniert, dass ich die nicht abladen kann. Ich hatte auch auf vorigen, also ich habe hier einen Klopf mal irgendwo Mats versteckt. Ich muss mal gucken, wo ich die hingeschmissen habe. Weil da habe ich nämlich auch noch die Dings drauf. Aber was mir einfällt, in Säcke könnte ich es auch abfüllen. In Säcke könnte man es auch abfüllen. So, Futter haben sie. Jetzt holen wir mal schnell den Gator raus. Er steht hier in der Garage. Und dann holen wir hier mal schnell Wasser. Ich glaube, beim Gator war der Schlauch schon dran. Bis später müssen wir noch einen Schlauch holen. Kaufen. Und ja, die Kühe sind dann erstmal versorgt.
So, die stellen wir jetzt erstmal hier wieder normal ab. So, komm. Gabel runter, okay. Motor aus, raus hier. So, ich glaube, der stand. Da stand sie drin, genau. So, und hier ist die kleine Bäckerei. Da können wir ja dann auch nochmal Zeug holen. So, Motor starten. Weiß nicht. Also wir haben jetzt erstmal 6 Kühe. Wir haben noch 52.000. Wir könnten ja nochmal 6 holen. Also wenn ich nochmal 6 holen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Jetzt haben wir erstmal 6 Kühe. Aber wir haben ja auch noch mehr zu tun. Wir fangen ja gerade erst an. Wir sind ja ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb. Und ich will ja nicht in jeder Folge. Halt, ich wollte doch Wasser holen. Wir wollen ja nicht in jeder Folge. Er hat keinen Schlauch. Wieso hat er keinen Schlauch? Habe ich das nicht mit Schlauch installiert? Doch, eigentlich schon. Ups, meine Werkzeugkiste rutscht weg. Ich hätte es mit dem Schlauch gemacht. Das wundert mich jetzt aber. Aber wenn das jetzt mit dem Schlauch, wenn der jetzt fehlt. Und der fehlt auch. Ich dachte, eigentlich war der dabei. Okay, wir machen jetzt mal Schnellkauf. So, muss ich glaube ich aufs Fahrzeug hier beim Gator, genau. So, hier ist nämlich der Schlauch. Wir werden auch mal 2 kaufen. Okay. Okay, so, zurück. So. Warte. Ah, Mist. Mist. Jetzt habe ich 2 Universelle gekauft. Das ist die Verlängerung. Naja, dann kaufen wir halt noch einen. Verlängerbar kaufen, jawohl. Okay, zurück. Zurück, so. So, sind wir mal gemein. So. Wir setzen den jetzt zurück, jawohl. Okay. Also es geht nicht mit allen, aber mit den Schläuchen klappt das. Jawohl. So, jetzt habe ich den nämlich auf dem Hof hier liegen. Machen wir hier noch schnell den Motor aus und holen mal schnell uns einen Schlauch. Einen holen wir uns jetzt, ganz schnell. So, okay, wo sind sie? Hier sind sie. Das ist der Verlängerbare. So, ich glaube, jetzt, wenn ich renne, verliere ich den. Genau. Das ist nicht gut. Ist am Boden verschwunden. Okay, muss leider laufen. Ich darf nicht rennen. Gut. Egal. So. Hoffe ich mal, dass ich den trotzdem anschließen kann. Muss ich noch mal ins Menü gucken hier. Schlauch ankoppeln. Ups. Okay, muss ich ein Stück vorfahren. Ich weiß, dass ich die maximale Schlauchlänge erreicht habe. Oh, stehe ich ein bisschen zu weit vorne. So, okay. So.
Verstehe ich jetzt aber nicht. Meine Kuh blöken schon, die haben Durst. Bin ja schon auf dem Sü Weg, meine Süßen. Ich bin zu blöde. Ich kann nicht mehr rückwärts fahren. Falsche Seite. So. Okay. Ich wollte eigentlich so aussteigen, weil ich brauche ja zum Wasser befüllen dann auch den. Kann nur sein. Wieso ist der so steif? Und jetzt gerade anschließen. Ich krieg nicht dran. Geht ja nicht da. Nicht ankoppeln. Das kann aber daran liegen, weil das ja die Verlängerung ist. Ah, Mist, jetzt ziehe ich das unbedingt unnötig in die Länge, das Video. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ja, da verliert man ja auch die Langeweile. Da verliert man auch die Langeweile. Ich bin wieder geil drauf. Da bekommt man ja auch Langeweile. So, probieren wir es einfach noch einmal. Dann nehmen wir jetzt noch den Schlauch dazu und da gucken wir mal. Absperrventil öffnen. Okay, jetzt müsste ich ihn eigentlich laden können. Motor an. Pumpe einstellen. Und ich lade Wasser, Leute. Wie sieht das aus? Das ist doch große Klasse. Es wird Wasser geladen. Ja, das dauert ein bisschen. Die Hälfte haben wir voll. Glaube, hier brauchte ich das nicht unbedingt mit der Kappe, gell? Ja. So, Pumpe aus, Motor aus, aussteigen. Ich glaube, der Motor musste immer laufen bei der Pumpe. So. Und dann schließen. Schließen. Abkoppeln. Wir lassen einfach den Schlauch liegen erstmal. Wir haben ja noch einen. So, jetzt kriegen erstmal meine Kühe, brauchen erstmal. Meine Kühe brauchen erstmal Nahrung. So. Nahrung, entschuldigt, die brauchen Wasser. So, jetzt will ich mal wissen, ob ich von hier draußen Wasser abfüllen kann. Ja, dann brauche ich nicht reinfahren. So. Jawohl. Mal gucken, wie viel die Brau kriegen. Boah, die brauchen aber nicht viel. Die sechs Kühe. So, damit haben wir erstmal unsere Kühe versorgt. Da würde ich erstmal sagen, das war es leider schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Bis dahin, sagt euer Michi. Bye bye.